Moin Leute, willkommen zurück zu einem Elden Ring Video. Heute zeige ich euch, wo ihr alle Todeswurzeln findet für die Questline von Kurank, wo wir gleich hingehen werden, dem Beast Cleric. Eine Todeswurzel habe ich schon, die habe ich nämlich automatisch bekommen, weil ich schon einen Tibia gekillt habe. Der Tibia war hier in Ruinen vom Windham bei Mount Gelm, hier im Altus Plateau. Der ist hier rumgefahren, also die kann ich euch leider nicht mehr zeigen, den habe ich schon besiegt. Aber alle anderen 8 werde ich euch jetzt zeigen. Als allererstes werden wir jetzt mal zu diesem Beast-Kleriker gehen. Dafür habe ich hier ein Portal, was ihr von Dee im Roundtable bekommt. Da werde ich jetzt mal zuerst hingehen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich beim Beast-Kleriker bin. So Leute, hier ist das Portal. Damit komme ich jetzt direkt zum Beast-Kleriker. Damit spare ich mir einen ganz schönen langen Weg, sage ich euch. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht direkt vor dem Gegner durch. Oh, da ist der. Den können wir eigentlich aber auch direkt besiegen. Ich mach hier kurz auf. Und für die, die sich fragen, wo ich bin, hier oben bin ich. Also entweder ihr nehmt das Portal oder lauft ihr halt hin, aber es ist halt echt entspannter, das Portal zu nehmen. Dann habt ihr hier auch eine schöne Gnade. Und das ist der Beast-Kleriker. Ich werde ihm jetzt noch keine geben, weil ich will später alle 9 hintereinander geben. Also, die erste die erste Todeswurzel finden wir, warte kurz gucken, in einen Katakomben, wo ich noch nie war anscheinend. Hier sollen welche sein, da werde ich jetzt mal eben hin sprinten. Ah, von hier aus. Bin angekommen. Hier drin gibt es eine Todeswurzel. Hinter dem Assassin. Todberührte Katakomben. Der hat sogar nur Half-Life, hä? Wieso hat der denn nur Half-Life? Leute, er hat nur Half-Life gehabt. So, Todeswurzel Nummer 2. Die dritte Todeswurzel. Nicht den Schalter. Nein, ich will das weghaben. Danke. Die nächste Todeswurzel findet ihr in den Katakomben der Schwarzen Klinge. Dafür müssen wir hier diesen ganzen Weg latschen von der Kirche der Gelübde. Dort die Schwarzklinge besiegen und dann gibt es die Todeswurzel. So, und wenn ihr hier angekommen seid, dann könnt ihr den hier besiegen. Der gibt auch irgendwas, keine Ahnung. Könnt ihr aber auch einfach sein lassen, einfach reinlaufen. Hab ich hier einfach auf den, oder? Der hat ja gar kein Leben. Was? Der hat ja gar kein Leben. Was war das denn? Das kann man nicht. Okay, nehme ich. Da habt ihr die nächste Todeswurzel. Also der Boss, der konnte ja gar nichts. Die nächste Todeswurzel, Leute, finden wir hier. Grab des Helden von Gelmir. Bisher läuft es ganz gut, meiner Sicht, ne, mit den Todeswurzeln. Ich dachte echt, das wird komplizierter, aber bisher läuft gut. Aber wenn ich gleich Farum Azula und so hin muss. Ich muss einmal in den Halleck Tree. Ja, in den Halleck Tree muss ich. Das wird kompliziert. Dafür muss ich ja erst am Mountaintop machen, dann muss ich Halleck Tree machen. Das wird dann schon etwas längerer Weg. Ah, und hier sind doch auch diese Fahrstuhl-Dinger, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich das hier noch zusammenbekomme, wie hier der Weg war. Gelmir ist echt der Weg, da habe ich auch schon mal gezeigt in einem anderen Video, Leute, das hier oben verlinkt. Das war das Video mit dem Bogen, glaube ich. Jetzt sind wir hier beim Boss. Und wenn ich den Boss besiegt habe, gibt es noch eine Todeswurzel. Aua.
Ich habe das Gefühl, die haben weniger Leben als im ersten Durchlauf. Was ist das denn? Der hat gerade mal 5000 Leben. Todeswurzel Nummer 4. Diese Katakomben hier. Waren die oben oder waren die hier unten? Die waren unten, ne? Die waren hier unten. Ah, ich weiß, wo es ist. Okay, chillig. Also Leute, die nächste Todeswurzel ist in den Katakomben des Riesengipfels. Riesengipfels. Dafür können wir hier einfach hingehen. Und da sind wir. Ich glaube, der Weg war auch relativ einfach, oder? Das war mein letzter Estus. Baumgeist besiegt. Und hier gibt es jetzt Todeswurzel Nummer 5. Der im Halic Tree 10 mal schlimmer. Ja, der war gut. War schon gut. Todeswurzel Nummer 5. Zack, noch 4 Stück. Ach, 3 Tibias und einer in Halic Tree. Die nächste Todeswurzel finden wir von dem Tibia im Toten Wasserdorf. Und da komme ich am schnellsten hin. Wahrscheinlich, wenn ich von hier laufe, oder? Ja, von da glaube ich. Toten Wasserdorf, da ist so ein Tibia. Den mal fertig. Ich hasse das, wenn er abhaut. Der darf nicht abhauen. Wo bist du, du Sack? Da hinten bist du. Seh dich. So, das war der nächste Tibia-Fahrer und der gibt auch eine Todeswurzel. Und Blade auf Mikella hinterher. Meine ich doch. Also ich meine doch im Halic. Ja, im Halic Tree meine ich doch. Unten Mikella. Oder Millicent oder wie die heißen. Die Weiber da halt. Also wie gesagt, ne, den einen Tibia, den habe ich ja hier schon gemacht. Den findet ihr Ruin von Windham. Und dann gibt es noch einen Tibia, der ist ungefähr hier anzutreffen. Da könntet ihr theoretisch von Hütte des Künstlers einfach hinlaufen. Ich habe aber leider keine Grace hier, deswegen laufe ich von hier hoch, würde ich sagen. So, hier ist der nächste Tibia-Fahrer, den wir besiegen müssen. Der ist wieder versteckt, wie ein Angsthase. Der kann auch nichts. Was eigentlich mit dem Tibia-Fahrer in Mountaintops? Der müsste doch... Gibt der keine Todeswurzel? So, besiegt. Todeswurzel Nummer. Den nächsten Tibia-Fahrer, den finden wir Berggipfel der Riesen. Und zwar hier. Könnt ihr einfach hier von der Gnade aus hin. Ich kann gar keine Dingsbums holen.
Bleibst du? Ganz ruhig, mein Freund. Diese scheiß Schlangen hier um mich rum. So, den haben wir auch besiegt und der gibt Elfens Spitzturm und eine Todeswurzel. So, jetzt habe ich 8 Todeswurzeln und die letzte findet ihr im Harlech Tree. Und damit ihr den Harlech Tree kommt, müsst ihr erstmal die 2 Hälften von der Medaille holen, damit ihr mit dem Rolltaufzug in den Geheimpfad von dem Harlech Baum kommt. Und wo es die beiden Hälften gibt, zeige ich euch jetzt. Okay, die erste Hälfte finden wir in Schloss Sol. Nachdem ihr den Commander besiegt habt, gibt es oben die erste Hälfte. Oh geil, der macht sogar diesen Backstab-Scheiß und so. Besiegt. Veteranenprothese. So, die nehmen wir mal schnell mit. Und hier gibt es dann das geheimes Harlech-Baum-Medaillon links. Also Leute, das rechte Medaillon ist hier im Dorf der Albinaurix. Aber nicht oben auf dem Plateau, sondern unter dem Plateau. Und dann könnt ihr einfach, entweder vielleicht wart ihr hier schon, könnt ihr da einfach hinlaufen. Ich muss von hier aus leider laufen. Also Leute, wenn ihr hier seid, im Dorf der Albinaurix, könnt ihr hier hoch, da oben... ist ein relativ stärkerer Gegner. Dafür hole ich meine Mimik. Eine Asche. Der da. Was heißt etwas stärker? Der ist halt... Ich weiß ja nicht, wie stark ihr seid. Na, wenn ihr so stark seid wie ich, dann ist das kein Problem. Aber ich will euch halt sagen, ihr könnt hier eine Mimik holen, falls ihr eine Mimik holen wollt. So, und jetzt hört ihr es hier schon wimmern. Hier rechts ist nämlich so ein Topf. Oh, ich weiß gar nicht. Darf ich den angreifen? Den könnt ihr einfach anrollen. Ah, ihr müsst den Gegner sogar killen. Also ihr müsst den Gegner killen, damit der hier euch die rechte Hälfte gibt. Kann er mal den Mund schließen? Was ist los mit dem? So, hier gibt es jetzt die rechte Hälfte. Oh. Okay. Dann könnt ihr jetzt in den Aufzug von Rold... und den geheimen Weg gehen. Es gibt in diesem Geheimgang hier, gibt es einen Boss, den Mimic. Wusste ich nicht. Die erste Frage, die ich habe, muss ich hier unten den Geheimweg über die Dings gehen oder oben lang? Unten lang, okay. Dann versuche ich erstmal auf sicher runterzukommen. Und dann scheiß mal auf da oben. So, da rein. Du musst mir jetzt genau sagen, am besten die Himmelsrichtung. Ich glaube, ich kann hier einfach geradeaus gehen. Und jetzt? Gibt es hier einen Geheimweg oder so? Also geradeaus und dann stopp. Ah, und dann hier lang. So wie die hier alle sterben. Wie bist du gelaufen, my friend? Du bist direkt da runtergefallen. Okay, scheiße. Ich sehe mich auch schon fallen. Kommt denn... Oh! Der Gegner, ja. Sag mal, kann ich hier einfach geradeaus? Wie bist du gelaufen? Du bist zurückgelaufen, okay. Leute, macht das einfach auf sicher. Ihr habt Zeit. Niemand hetzt euch hier.
Vor allen Dingen ist das auch ein richtig schönes. Oh, hier geht's ja runter. Ein richtig schönes Bild für ein Thumbnail. Bitte Foto machen. Acht habe ich noch. Vorsicht vor rechts. Also hier runter springen, ja? Und kurz vor Ende nach links springen. Also hier runter, ja, Mana? Und dann hier durchs Fenster. Kann es nicht. Was machst du denn? Ich wollte mich heilen. Lotzke 86, danke für den Follow, mein User. Hier ist der Boss. Hier ist der Boss, ne? Mana. Moin. Hier ist der Boss, Mana, oder? Ich hätte mir eine andere Waffe nehmen sollen. Was ist denn, wenn ich gar keine Waffe ausrüste? Der macht ja meine Taktik, der Sack. Verirrte Imitator-Trainer. Dann hat die Mimik auch keine Waffe. Das wäre übel witzig. Todeswurzel Nummer 9. Guck mal, so schnell geht das, Leute. Ah, Echtzeitaufnahme, eine Stunde. In einer Stunde kriegt ihr das hin, alle Todeswurzeln zu holen. Vor allen Dingen, wenn ihr die ganzen Gnaden habt und nicht so wie ich, wie ein Dulli, überall hinlaufen müsst. So, jetzt kämen wir schon wieder zu dem Typen hier zurück und dem alle Todeswurzeln geben. Da bin ich richtig gespannt, was man alles bekommt. Ich habe jetzt 9 Stück. 9 Stück ist das Maximum. Ich glaube, nach 4 greift er mich an, ne? Der Sack. Soll ich jetzt alle auf einmal geben? Mana oder alle einzeln? Okay, egal. Also, wenn ihr die Lore von dem Typen wissen wollt, dann müsst ihr alle einzeln geben. Aber wenn ihr alle auf einmal gebt, so wie ich das jetzt mache, dann müsst ihr nicht gegen ihn kämpfen. Was, glaube ich, jetzt gerade besser ist. Und wehe, ich kriege jetzt nicht die ganzen Sachen von dem. Dann bin ich richtig sauer. Abfahrt. Seltsam. Da ist noch was, kann nicht sein. Ich habe dir alle gegeben, die es gibt. Du greifst mich jetzt an, du Blöde. Bringt mehr, kann nicht sein, ich habe dir alle gegeben. Ah, da gibt's alle auf einmal. Also, Kriegsasche, Schrei der Bestie. Bestialische Lebenskraft. Bestialische Schlinge. Klauenzeichensiegel. Bestienauge. Das ist aber nicht alles. Ey, wo ist die Waffe und so? Warte, vielleicht muss ich einmal... Hier. Ah! Alter, habe ich mich erschrocken. Was ist los mit dir? Reden. Ist wieder gut, oder? In
Wir machen mal hier ein Reload. Ich nehme mal meine Waffe schon mal, bevor der hier irgendeinen Unsinn macht. Ich danke euch für all eure Mühen. Aha! Da gibt's den Rest. Uralter Drachenschmiedestein. Kuranks Bestienklaue. Bestienklauen Großhammer. Stein von Kurank. Und Bestienklaue. Chillig. Königliche Bestienklaue. Geil. Okay, und was haben wir noch bekommen? Den hier. Clown-Siegel, Clown-Zeichen-Siegel. Das ist eher nicht so gut. Und dann noch Incantations, ne? Mann, ich mach das jetzt sofort. Ich will das hier nur gerade abschließen. Hier, ne? Kuranks Bestienklaue und Bestienklaue. Brauch 8 und 15, glaube. Und den hier. Der gebraucht 13, glaube ich. Es sind aber nicht so krasse Sachen, ne? Also Leute, das ist die Questline von Kurank. Wenn ihr mich fragt, tötet den einfach. Also, ich finde, die Waffe ist jetzt nicht so... Was kriegen die Waffe denn? Was ist die? 20 Stärke, 18 Glaube. Die macht halt heiligen Schaden, ne? Aber jetzt mal so als Vergleich. Meine heilige Voll ist Großaxt. Okay, die ist plus 25, aber die haut doch viel krasser rein. Königliche Bestienklaue. Okay, also das gibt's auf jeden Fall alles. Der uralte Drachenstein, der ist mega nice. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.